Rivalen sind ernstzunehmende Gegner. Sie ist ja So wohl schön, kein dich wieder zu ernstzunehmender haben. Gegner. Vielen Dank für deine Oder Hilfe. zumindest halb, Ich weiß es. halbwegs Mach mir etwas ernstzunehmender von dem Gegner. Mensch. Ich weiß es zu Ist schätzen, das was du mir ist trotzdem die doch hilfst. nicht? Hey, es war klar, dass du dich Ja, übernommen musst hattest. Ich helfen. musste helfen. Ja, das hatte ich wohl. Betreten des Rasens verboten. Das Schild steht noch dort. Und wir kommen in die Nähe und das Ding flüstert Was ist wieder. das? Das ist nicht gut. Zur Seite. Ja, okay, das Schild ist jetzt ein bisschen überflüssig. Klein Sie hält das wenig. nicht auf. Oder oh, das sind viele Creeper. Uh-oh. Und sie sind geladen? Das sollte unmöglich sein. Sie Sag das lernen denen. Creeper. Und ich hab nur ein schwaches Schwert. Zurück in die Hölle, wo ihr herkommt. Ich halte dir den Rücken frei, Jesse. Ja, können wir mal ein besseres Schwert holen? So schön. Vielleicht mein Diamantenschwert, mein Goldschwert. Ich hab ja, ich durfte ja auch eins haben, oder? Ist das nicht so? Da müssen wir halt ausweichen. Oh nein, Mit das der bist Faust du nicht. arbeiten. Na komm. Zack. Wow. Der Handschuh kann einiges. Ja, das wäre dumm gewesen, wenn es nicht so toll wäre. Der hat Power, der Handschuh, wie es ausschaut. Wir müssen dieses Ding wieder abdecken. Ja. Mach vielleicht einen großen Haufen drumherum. Vielleicht nur nicht nur so eine kleine Abdeckung, sondern mach mal, bau vielleicht mal was groß drumherum. So ein Obsidian-Gefängnis drauf. Dass da nicht mehr viel passiert. Ja, nicht das halt. Einfach irgendwas einen Berg drüber bauen am besten, dass man halt irgendwie soll. nicht. Der Hitzschlund ist direkt durch den Boden. Erst ein Da sind ein Maler ja Gebäude drüber. Da kann das explodieren, wie Wir es will. Schnell zu Jack. Ja, ich hoffe, dieser Schatzjäger weiß so viel, wie du behauptest. Das tut er. Er muss einfach. Los, ich zeig dir den ja. Weg. Ja. Na dann, auf zum Schatzjäger. Auf zu Jack. So, zurück in Bacon Town. Spitze. Ich wusste nicht, dass hier nachts Leute rumhängen. Tja, das ist der coole Teil. Was soll das heißen? Ach, du weißt schon, die Leute hier leben gern unabhängig, außerhalb der Regeln. Und du bist quasi der Boss. So funktioniert die Welt eben einfach. Das ist eben der Nachteil, wenn man das sagt. Das weißt du. Ja, das sag ich nur. Auch nichts sagen ist eine Option. Irgendwo hier unten muss es sein. Glaube ich. Warst du etwa noch nie hier? Ich dachte, du kennst einen, der... Naja, nicht kennen. Ich weiß, dass es ihn gibt. Ah, okay. Ich weiß, dass es gibt. Das definierst du unter kennen. Okay? Er war früher einer der besten Schatzjäger in der ganzen Welt. Und er ist mein persönlicher... Was sage ich nun? Ja, Idole. Gleich treffe ich Jack. Unglaublich. Vielleicht lädt er mich ein, mit ihm auf Abenteuer zu gehen. Bleib cool. Hey, du bist auch eine tolle Abenteurerin, Petra. Bleib einfach die cool. Geschichte verändert sich. Naja, okay, ich dann meine, durch. Ich bin nicht Jack, aber ich versuch's. Danke für den Tipp. Ja. Jack. Solange es nicht Jack the Ripper ist, das wäre hier für diese Geschichte in der dunklen Gasse hier Jacks ein bisschen schlecht. Und Abenteuer im Ja, klingt, als wären wir dort richtig. Ja, hier sind wir richtig. Mann, das ich Idol wollte schon von Petra. Ewig mal herkommen. Okay, starten wir ihm mal einen Besuch ab. Hinein da. Noom und Jack. Beziehungsweise Jack und Noom.
Okay. Hier sieht's gerade noch ziemlich leer aus. Oh, wow. Die obere Tiefebene. Es ist ruhig hier. Eisgipfel des Untergangs. Zu ruhig. Hier ist verdammt wenig los. Ich hab's dir doch gesagt. Verdächtig wenig ist hier los. Dafür, dass es die Unterkunft des besten Abenteurers ist. Siehst du, Peter, in Beacon Town gibt's auch coole Sachen, was? Oh, naja, aber an den Sachen ist ja gerade cool, dass sie nicht aus Beacon Town sind. Was? Aber du hast recht. Wir sind ja in Beacon Town. Das ist echt eine Bereicherung für Beacon Town. Für Bedienung drücken. Na, dann presse ich mal. Press der Button. Das wäre dann wohl Jack, oder was? Ich meine, Tag auch. Du hast den Knopf gedrückt. Ich hab den Knopf gedrückt. Das klingt so ein bisschen falsch. Ich meine, ich weiß nicht, wie mutig das war. Ich habe nur getan, was auf dem Schild steht. Es gibt viele Schilder und Zeichen in der Welt. Ja, hör mal auf, ein Rätsel zu reden. Ja. Was ist hier los? Die Träger des Blüsterberges nennen mich den Stichschreiter. Die Titanen des Bosses nennen mich der wie Donner schlitzt. Die gibt aber irgendwie ein bisschen heftig an, oder? Jack nennen. Ich nenne dich Jack. So cool. Ich habe auch viele Namen. Du kannst mich Jesse nennen. Andere kennen mich als Wither-Schlechter. Du darfst mich Jesse nennen. Gut gekontert. Also, was kann ich für euch tun? Wüstentempel? Walter? Ja, deswegen sind wir hier. Tschüss davor. Der weiß, was es ist. Schuh hast du da? Sowas habe ich ja noch nie gesehen. Sieht echt irre aus. Ich habe ihn tief unter Beacon Town gefunden. Ich dachte, du könntest uns helfen, herauszufinden, wo er herkommt. Ach ja? Das kannst du doch, oder? Ja, hoffentlich. Er scheint aber zu wissen, was los ist. Sonst hätte er nicht du so reagiert. Du hast es in einer unheimlichen, bodenlosen Grube gefunden, oder? Voller Monster. Genau, und da war eine Vertiefung mit einem seltsamen Und er war so blöd, daran zu gehen und das zu berühren. Sag ich doch. Er ist nicht der Unsterbliche bestimmt. Wow, wenn ich das nächste Mal einen geheimnisvollen Prismarinhandschuh sehe, denke ich daran. Ja, solltest du. Auch nicht wieder ins Lot. Das ist dir klar, hab ich auch gesagt. Diese Grube ist tödlich. Und das Symbol... Die Grube des Todes. So sieht's aus. Der Legende nach war er ein mächtiges Werkzeug, aus dem Städte und Zivilisationen erwuchsen, wie aus einem Samen. Meine Stadt belegen, ja. Alles klar. Und wo finde ich so einen Strukturenblock? Petra dachte an einen Ozean. Bestimmt nicht im nächsten Einkaufsladen. Oh ja, es ist ein Ozeanmonument. Da braucht es ein großes Abenteuer, um den zu finden. Seetempel. Ein Seetempel, ja. Nein, nein, kein Problem. Und das ist dann wohl Nürm, oder? Leute, das ist Nürm, mein Partner. Er ist das ein Genie Villager. In unseren Karten. Cool. Nürm, das sind Jesse und Petra. Hi. Alles klar? Muss man was in deren Sprache reden. Ich wollte Villager den beiden gerade sagen, dass ich ihnen nicht helfen Die sind putzig, die Villager. Was? Ich mag die. Ich liebe deine frühen Arbeiten. Withersturm, alte Erbauer. Das ist tolle Kreaturen, nur Nürn vor allem. Sieht auch ganz toll aus. Abenteuer wäre dein Tod schrecklich fürs Geschäft. Aber... Tut mir leid. Es geht einfach Ja. Okay, hilfst du uns? Wie wär's, wenn du einfach mitkommst? Du könntest uns beschützen oder uns führen vielleicht. Ja, ist ein bisschen angeber, aber
geschworen, ja, da nie wieder hinzugehen. Nutzvoll sein für unser Team. Ich zeig euch mal was. Nur brauchen wir in unserem Team. Wie ich schon sagte, die Welt ein Villager ist viel größer als du denkst, Jesse. Ja, okay. Verborgene Kartenelemente. Erweiterungen der Map. Alles klar. In Villager-Sprache. Bement. Wir müssen zu dem leeren Platz. Ja. Der leere Platz ist noch nicht erkundet. Verbrannt, in einen Vulkan geworfen, okay? Ja, oder du warst noch nie da, weil niemand dort war und es noch nicht krank zu Kraft gibt, wurde. Vielleicht ist das einfach ein unerkundeter Ort. Halt die Klappe. Ja, ich verstehe, was du hast Angst. Nein. Die Jäger des Sergeo-Passes nennen mich furchtloser Dolch. Ich kenne keine Angst. Ein Kind. Ich habe einmal genauso einen Handschuh gefunden. Ich bin mit meinen Freunden Voss und Sammy seiner Spur gefolgt. Keiner kam lebend davon. Alles klar. Deswegen, naja, Lava, Karte, Vulkan. Ihr erinnert euch, jedenfalls. Ja, deine Geschichte klingt aber ziemlich komisch. Konnte die schrecklichen Erinnerungen nicht tilgen. Und dank des Fluchs meines perfekten Orientierungssinns kann ich nicht vergessen, wo dieser Tempel liegt. Selbst wenn ich es versuchen würde. Wenn du also der Einzige bist, der weiß, wo er liegt. Dann müssen wir dich mitnehmen. Ohne mich gelangt ihr nie zu dem Seetempel. Du kommst mit. Dieses Wissen ist mein Wir machen das zusammen. Jack, Jack! Klingt, als wäre heute dein Glückstag. Petra und ich haben reichlich Erfahrung darin, Leuten beim Überwinden ihrer tragischen Vergangenheit zu helfen. Ja, haben wir das? Ja, wir stellen uns gemeinsam diesem Tempel. Wisst ihr was? Ihr habt mich inspiriert. Ich meine, bin ich der samtene Tornado oder nicht? Dann jawohl, ja! Ja, das bist du. Ja. Du bist mutig, du bist tapfer, du bist unser Kämpfer. Du kämpfst mit uns im Team. Nürm, hol unsere Abenteuerausrüstung. Ja, Nürm. Nürm ist mit dabei. Perfekt. Strukturenblock? Seetempel? Ich weiß, es ist unglaublich. Fast und beides mit S an. Klingt gut. Ja. Ja. Übrigens, mache ich das gut mit dem Coolbleiben? Glaubst du, er findet mich cool? Glaube ich nicht, aber gut. Ich weiß, dass ich am Anfang ein wenig unbeholfen war. Ja. Ach, was ist schon cool? Heißt ja eigentlich eh nur nicht heiß, oder? Wen juckt's? Moment, was? Jetzt haben wir irgendwie eine ziemlich enttäuschende Antwort gegeben. Haben wir so ein bisschen am Regen stehen lassen. Was hat er gesagt? Oh, nichts. Dorfbewohnerzeug. Hier will eine neue Karte. Dorfbewohner, von der Dorfzeug. Dorfbewohner. Sind süß. Ich mag die. Sind cool. Ja, ganz ruhig, Nermi. Nicht ausflippen. Willkommen im Team. Willkommen an Bord. Ja, wir brauchen Nürm. Nürm ist cool. Der ist ein ganz cooler. Wir machen uns also jetzt auf zum Seetempel. Er sagt Buhu. Findest du nicht, dass du dafür etwas zerknautscht aussiehst? Wirklich? Zerknautscht, ich bin zerknautscht. Die Beste der fünf Fäuste. Ein Geschenk der singenden Geister. Ja, ist klar. Okay, alles klar, das ist eine coole Weste. Ja, komm nee, schon, ist lass klar. Uns einen Boxenstopp einlegen. Das ist eine richtige Rüstung. Ja, wohin gehen wir? Achso, wir sind wieder in der Halle. Hey, Radar. Hier ist jede
Irgendjemand muss sich noch um das finale Design der Gründungstagbanner kümmern. Die Kuchenbäcker können sich nicht entscheiden, in welcher Farbe ihr Stand erstrahlen soll. Da. Tut mir leid, das musste raus. Jetzt nicht. Was ist los, Boss? Du hast Freunde mitgebracht? Ja. Und ein neues, das ist was Wichtiges. Die Kurzversion? Die Stadt schwebt in Gefahr. Für den Moment ist sie gebannt, aber ich denke, damit kann ich sie beseitigen. Ich bin für eine Weile weg. Wie weg? Aber Jesse, was wird aus Beacon Town? Ja. Der Gründungstag steht bevor und wenn sie wirklich... Beacon Town muss ohne mich zurechtkommen. Ich habe Wichtiges zu tun. Niemand weiß, was passieren könnte. Die Stadt muss ohne mich klarkommen. Peter und ich müssen das aus der Welt schaffen. Gut, wenn du meinst. Nun, viel Glück. Ich werde deiner Rückkehr entgegenfiebern. Obwohl, ich bin mir da nicht so ganz sicher. Auf Wiedersehen. Ist ja gut. So ganz sicher bin ich mir da doch nicht, ob die Stadt zurechtkommt. Aber es wird schon. Ist ja noch hebeliger als wird schon klappen. Jukebox. Oder wie ein Creeper in einer Kätzchengruppe. Oder wie ein Tintenfisch in einer Kiste oder sowas. Er ist ein guter Kerl, ja. Hat zumindest gute... Er ist etwas abgedreht, aber hat das Herz am rechten Fleck. Er hat das Herz am rechten Fleck, das... Wo ist denn deine Rüstung? Oh, klasse. Gute Frage, wo ist meine Rüstung? Du hast echt gutes Zeug gefunden. Hab ich noch nie gesehen und... Hoppla. Ein oder zweimal vielleicht. Da ist meine Hand gerade über den Pokémon-Controller gestolpert. Ja. Aus dir wird auch mal ein großartiger Held, wie ich einer bin. Nicht annähernd so großartig, aber eine große Nummer. Und das Beste, ein neues Abenteuer wartete schon hinter dem Horizont. Ja. Neues Abenteuer, wir kommen. Gut, nicht ganz das, was ich meinte, aber passt schon. Ja. Auf ein neues, auf ein neues Abenteuer. Machst du hier nicht mehr deine Rüstung auf? Ja. Ich sehe hier keine. Nein, nein, Olivia hat nur ein, zwei Sachen eingebaut, als sie in der Gegend war. Ein Geheimschalter, ein Hebel. Leite Anlegen der Rüstung ein. Ja. Na? Geheimrüstungen, dass du nicht jeder klauen kann. Ja, da habe ich doch gerade Elegards Rüstung gesehen. Die da rechts... Ganz rechts, also nicht die da, sondern hier. Eine Garzrüstung steht sogar dran. Na, die werden wir nicht nehmen. Undurchdringliches Adamanit. Aha. Tims Rüstung. Wer ist Tim? Wer war nochmal Tim? Schwertbrecher. Das ist nicht cool. Drachenpein. Schild der Unendlichkeit. Sternschild. Enderverteidiger. Wir haben einen goldenen Goliath. Und den Redstone-Aufstand. Golden klingt cool. Das ist auch nicht schlecht. Aber ich mag die hier. Die schwarz-rote, die sieht edel aus. Und die weiße hier, Tims Rüstung, ich weiß ja nicht. Elegard sieht auch ganz toll aus, aber ich will hier nicht in der Rüstung eines Toten rumlaufen. Ja, nee. Goldene Rüstung, ja, das wäre ein bisschen, ja, ich glaube, ich bleib bei der alten Rüstung, bei der guten alten Rüstung aus Staffel 1, die ich in Staffel 1 schon benutzt habe. Ja. Ich wusste schon immer, dass Ivor eine Schwäche dafür hat. Ich glaube, Ivor ist Rüstung. Na, das passt ja. Können wir uns die anderen nochmal angucken? X ansehen. Nicht, dass aus Versehen eine Ausrede. Diese begrenzte Rüstung ist genial. Elegard hat sich da selbst übertroffen. Ich frage mich, was sie aus Redstone heute alles machen würde. Ja, alle wollen wir uns nicht angucken. Aber die müssen wir noch ansehen. Schimmernde Diamanten und glänzendes Gold. Die hätte Diamant und Gold. Wenn er denn real wäre. So viel Prunk für jemanden, der nie wirklich existiert. Tim. Der Verlust eines Hirngespinstes ist mein Gewinn. Ja. Habe ich nichts von mitbekommen. Wer war denn Tim?
Diamant und Gold. Ja, wie sieht's denn damit aus? Goldener Goliath. In diesen Glanz habe ich mich verliebt. Sehe ich auch so. Wie die stolzen Krieger der Glitzerebenen. Die stellen immer sicher, dass sie jeder Feind kommen sieht. Okay, die nehmen wir schon nicht. Eine schwere Entscheidung. Tims Rüstung und das undurchdringliche Adamit. Ich glaube, das war der weiße Krieger, das wäre ein bisschen zu heftig. Soll ich es mal probieren? Wie es da aussieht. Ich bin unentschlossen. Schwarz oder weiß? Da sind Diamanten drin und Gold. Ich nehme das. Die gute alte Rüstung. Die hat mir schon immer gestanden. Zack. Aufgesetzt. Ja. Das muss nicht ganz so prunkvoll aussehen. Das sieht doch auch herrlich aus. Ja. Müssen wir nicht in glänzenden Rüstungen vortreten. Das ist schon besser. Ja. Stimmt. Das sieht lässt du schön aus. Kurz allein? Was? Also, und der spricht unter vier Augen. Dass ich mich wegen dem Hitschlund und so nicht richtig entschuldigt habe. Ach, wegen der Sache mit meinem Schwert, Champion City. Ist doch echt gut. Also, tut mir leid. Das sage ich nicht nochmal. Also gewöhn dich nicht dran. Später werde ich alles leugnen. Ja. Ja, mir tut es auch leid. Ich hasse es, wenn wir uns streiten. Nichts ist schlimmer. Du weißt, ich würde alles für dich tun, oder? Ich weiß. Ich weiß. Was für eine Antwort. Was für eine legendäre Antwort. Sollten wir jetzt einen Seetempel finden? Jack? Nerm? Seid ihr bereit? Immer doch. Also, immer bereit. Auf geht's. Bereit geboren. Und die Batterie geht alle. Bereit geboren auf ins Abenteuer. Zack. Den Weg entlang zum Ozeanabenteuer. Und das nächste Abenteuer wartet auf uns. Ja, hu. Auf geht's in die Meere. Ich sprang von der Klippe mit dem trauernden Schwert und stieß es direkt in die Meere. Der erzählt seinen Seefahrerlegenden. Alles klar. In jener Nacht schlief ich auf einem riesigen Diamantenhaufen. Seine Heldengeschichten. Ja, werden hier vorgetragen. Das mache ich gerne, diesen Move. Der ist der Beste. Ach ja, ein normaler Tag für mich. Ihr werdet sehen. Nachher bringe ich euch zu dem tollen Waldanwesen, das ich gefunden habe. Ja, ein Waldanwesen. Das ist ja, super. Wirklich weit von hier. Wir werden sicher sterben. Wir werden sterben, klingt nicht so gut. Klingt cool. Ich finde, das klingt fantastisch. Ja. Also, wir werden alle sterben. Ich glaube, ich sollte euch warnen. Ein Waldanwesen. Wie die Welt funktioniert, die gelten in dem Tempel nicht immer. Unterwassertempel, ja. Manche glauben, es ist so, weil der Tempel vom Admin erschaffen wurde. Aha, der Admin. Was? Das soll eine allmächtige, uralte Person sein. Hat die Welt erschaffen, keine Ahnung. Aber die Legende des Admins ist genau das. Eine Gotteslegende. Alles klar. Aber gläubischer Quatsch, finde ich. Ich war schon in den Zümpfen von Klingt auf jeden Fall gefährlich. So Lächerliches gehört. Dieser Tempel ist also gefährlich? Ja. Ich würde mich nicht mit einer überirdischen Macht anlegen. Dieser Bock ist super. Von einem Minecraft mit einem Admin.
Ja. Hilfe. Auf dieser Insel haben wir uns beim letzten Mal versammelt. Wie kannst du sicher sein, dass es die Insel ist? Perfekter interner Kompass. Der Seetempel ist direkt unter uns. Ich schwöre. Ja, sicher. Worauf warten wir noch? Das ist die richtige Einstellung. Ja. Diese verzauberten Helme habe ich von den tiefen Bewohnern der Hornbar-Spalte. Ja. Es wird Zeit, sich das scheint richtig zu sein. Tauchhelme. Na dann. Ab unter See. Unter dem Meer. Da geht's lang zum Tempel. Wie? Kompass. Ja. Spazieren wir mal in den Tempel rein. Unter Wasser. Auf geht's. In den Unterwasser. Atlantic Tempel. Und Nirm ist auch mit dabei. Na dann. Auf wie? Auf uns davon. Ja. Wo müssen wir eigentlich hin? Ah, da müssen wir hin. Alles klar. Das sieht aus wie ein Wassertempel. Ein Unterwassertempel. Ein unterirdischer Tempel. Tempel des Todes. Unglaublich. Na dann. Auf und davon. Was? Der Villager hatte gerade seinen Arm auseinander. Gibt's das? Die Wächter. Oh. Ausweichen. Ja. Der Tempel wird beschützt. Von Kreaturen. Ja. Sollte man am besten ausweichen. Oder angreifen. Bart. So. Wir müssen weiter. Ja, weiter. Wollte ich auch gerade sagen. Können wir mal voran. Rein in den Tempel. Ah, den Handschuh braucht man als Eintrittskarte. Und rein da. Bats. Schlüssel zum Tempel. Ah, die Wächter werden besiegt. Wenn man nicht qualifiziert ist einzutreten, wird man also von den Wächtern erledigt. Oder auch so. Na, rein da. Hops, hindurch. Sehr gut, da sind wir drin. Und drin warten noch mehr Gefahren auf uns. Ja, ist bestimmt kein Wohnzimmer hier. Kein sicheres Örtchen zum Entspannen. Wenn wir jetzt sicher sind, dass hat mehr Luft. Ist, sollen wir den Strukturenblock suchen? Der muss nicht atmen. Der konnte das erst ein bisschen später abheben. Wow, sieht ja prachtvoll aus. Es erinnert mich stark an den Erebor. Ich hatte vergessen, dass ich riesigen das Soldaten, die riesigen Statuen. Kommt mir bekannt vor.